Hallo, hier ist die Betty von Fab40Style. Und ich krächze ein bisschen. Sorry, etwas erkältet. Herzlich willkommen zu einer neuen Maskenzeit. Und ja, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt von der lieben Nadine. Ich grüße dich wie immer. Und alle Mädels, die mitmachen, sind unten aufgeführt. Es sind noch wieder ein paar dazugekommen. Nicht jede wird jeden Monat ein Video hochladen. Ich versuche euch aber immer die aktuellen Videos auch hier unten in der Infobox als erstes zu verlinken. Ja, und wir haben Oktober und auch schon Ende Oktober. Und deswegen werden es diesmal nicht so viele Masken werden. Es ist ja mein Geburtstagsmonat und deswegen nicht wundern. Yay, das ist ein kleiner Insider. Schaut mal auf Instagram, wer mir da folgt, der weiß Bescheid. Und ich wollte sie zu Ehren der Überraschung, die ihr mir gemacht habt, nochmal aufsetzen. Und ja, ich werde sie sicherlich nochmal in meinem Geburtstagshaul tragen. Aber jetzt natürlich nicht während der Maskenzeit. Wie gesagt, durch meinen Geburtstag, den ich sehr schön verbringen durfte und auch nochmal an zwei Wochenenden feiern konnte, mit Besuch etc., hatte ich gar nicht so viel Zeit, mich da mal wirklich zurückzuziehen und freue mich jetzt darauf, mit euch zusammen noch etwas auszuprobieren. Und diesmal denke ich, werde ich es anhand eines Themas machen, und zwar Rose. Alles auch wieder Naturkosmetik. Ihr wisst ja, ich liebe Rose, Rosenwasser, den Duft und auch natürlich die Eigenschaften. Es ist ein sehr, sehr guter Feuchtigkeitsträger und Binder und wollte diesmal eben diese Masken mit euch testen. Und hier von Veleda werde ich auch die Haarmaske machen, die ich auch schon kenne, aber die Hafermaske, die ist echt einfach ein Traum. Oder habe ich die schon gemacht? Da muss ich echt mal nachgucken, ob das die gleiche war. Dann mache ich es ja nicht vor der Kamera zu machen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, weil ich auch nicht mehr so viel Zeit zum Drehen haben werde, mache ich mal was Neues. Und zwar, tada, werde ich auf dieser Seite die Terra Naturi Rosenmaske auftragen und auf dieser Seite die von Alverde. Also zwei Masken in einem Gesicht und vielleicht gibt es da sogar ja wirklich einen Unterschied im Direktvergleich. Und wir legen einfach mal los. So, da bin ich wieder und ich habe es tatsächlich getan. Ich habe die beiden aufgetragen, jeweils auf einer Hälfte, und ich muss sagen, es ist kaum ein Unterschied von der Konsistenz zu sehen. Die ist vielleicht ein Tick cremiger, die etwas dünner. Beide weiß und überraschenderweise riechen beide fast gar nicht nach Rose. Also das ist so dezent, wenn dann überhaupt. Und ja, beide enthalten zwei Sachets für zwei Anwendungen mit 7,5 Milliliter. Terra Naturi ist die Eigenmarke von Müller, da gibt es sie auch. Und sie enthält Wildrose mit Ginkgo, ist empfohlen für das Hautalter ab 30. Und mit Hyaluronsäure bindet die Feuchtigkeit und lässt die Haut praller erscheinen. Ginkgo-Extrakt wirkt lichtbedingter Hautalterung entgegen. Anwendung auf Hals und Dekolleté für 10 bis 15 Minuten und die Reste mit einem Kosmetiktuch abnehmen oder lauwarmem Wasser entfernen. Danach die passende Pflege auftragen. Hier wird natürlich empfohlen, auch aus der Wildrose und Ginkgo-Reihe. Das ganze Produkt ist auch noch zusätzlich vegan. Und ich muss sagen, im ersten Schritt war die im Auftrag angenehmer. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Jedenfalls war sie auch leicht kühlend, was ja meistens ein Hinweis auf
verdunstenden Alkohol ist und dann nicht so schön, weil austrocknend bei trockener Haut, die ich hier habe. Okay, wir schauen mal, wie sie sich entwickelt. Auf der anderen Seite die Eigenmarke von DM, von Alverde. Und zwar ist das Wildrose Shea Butter, pflegt und glättet und empfohlen für trockene Haut. Hochwertiges Wildrosenöl kombiniert mit Oliven- und Sonnenblumenöl sowie Shea- und Kakaobutter. Das ist toll, aus kontrolliertem biologischen Anbau. Intensive, wohltuende Pflege. Nach 15 Minuten können die Reste mit einem Kosmetiktuch abgenommen werden. Ja, und der Auftrag hier war ähnlich. Einfach sehr, sehr dünnflüssig, etwas dünnflüssiger. Man sieht jetzt auch schon, dass sie vielleicht mehr eingezogen ist. Ich habe versucht, bei beiden ungefähr die Hälfte zu nehmen. Ich gehe ja auch dann immer noch mal runter bis zum Hals und Dekolleté und werde die jetzt mal einwirken lassen, was ich vorher gemacht habe. Yay, ich habe vorher dran gedacht. Und zwar hatte ich von Schebens, ich habe da bisher in dieser Form noch keine in der Naturkosmetik gefunden, die Augen- und Lippenmaske. Das ist ja immer das Thema, das meistens bei den Masken draufsteht, den Augenbereich und Lippenbereich aussparen. Gerade da, wo man eigentlich die Extrapflege braucht, gerade wenn die Haut schön vorbereitet ist durch eine intensive Reinigung. Das habe ich euch ja vorher eingeblendet. Erst mit einem Kosmetiktuch abgenommen, dann nehme ich immer gerne die von BB und dann nochmal mit meiner Gesichtsbürste und etwas Schaum Tiefenreinigung gemacht, mit Schwämmchen und Tuch nachgereinigt und dann Rosenwasser vorbereitet. Und die hat mir doch wirklich ganz gut gefallen. Ich habe da auch noch eine andere, aber die ist ziemlich reichhaltig und soll sogar die Faltentiefe reduzieren um 30%. Na, das ist ja mein Versprechen. Glättet Augen- und Lippenfältchen und mindert sogar Augenringe und Tränensäcke. Naja, das erwarte ich gar nicht, aber ich finde es einfach wunderbar, wenn da jetzt nochmal eine Zusatzpflege ist. Das habe ich ja sonst auch immer mit einer Augencreme zusätzlich gemacht und die entweder manchmal sogar auch nachträglich aufgetragen. Und ich muss sagen, es war eigentlich auch immer kein Problem. Es hätte ja auch sein können, dass da quasi so in den Masken sind meistens Kriechfette und Öle drin, die nicht in die Augen gelangen sollen, deswegen soll man es aussparen. Und wenn man dann natürlich eincremt, dann könnte das sozusagen eine Brücke bilden, war bisher aber immer eher eine Barriere. Wunderbare Kombination und scheinbar, ja, hier habe ich es entweder dünner aufgetragen oder aber ist es schon richtig gut eingezogen. Was ich auch bei den Augenpartien finde und um die Lippen herum, das denke ich mal ein Hinweis darauf, dass da wirklich Zusatzpflege sehr, sehr gerne angenommen wurde. Und auf den Lippen, da habe ich heute auch dran gedacht. Das Solid Oil vom Body Shop ist halt so ein Fettdöschen und habe ich hier im Bad stehen und oben ist mein Rêve de Miel und für die Nacht und hier im Bad, wenn ich zwischendurch am Tag das mit dem Finger machen mag, dann habe ich immer die vom Body Shop und die duftet so herrlich und ich finde auch, die pflegt ganz, ganz toll und ja. Bis gleich. Yay. Schön lecker Tee. Den wollte ich euch noch mal zeigen. Zauber Asiens. Und das sind so diese tollen Teebeutel mit Lemongrass und Vanille. Da seht ihr es. Und die sind so ganz, ganz fein. Und es sind so diese Aromabeutel. Die sind auch ein bisschen teurer. Aber die können sich so toll entfalten in diesen Säckchen, weil die so dreidimensional sind. Die sind nicht so flach, sind so wie kleine Pyramiden. Und darin kann sich das wunderbar entfalten. Und ach ja. Ja, ich weiß, es kommt bald wieder ein Food Haul. Dann die Zeit genutzt für eine kleine Tea Time. Nicht ganz. Ich habe zwischendurch auch noch die Einkäufe räumt und es ist ganz schön weggetrocknet und auf dieser Seite fast vollständig absorbiert und hier, ja, die ist einfach reichhaltiger. Die ist einfach reichhaltiger, das war ja auch mein Gefühl und jetzt werde ich das mal mit einem trockenen Kosmetiktuch abnehmen
Ah ja, okay. Hier bleibt. Jetzt finde ich, entfaltet sich die Rose. Das ist ja lustig. Die Augenpflege übrigens, da ist noch ein bisschen in der Lidfalte. Die ist komplett eingezogen. Also, die gefällt mir richtig. Kann ich schon mal so vorweg sagen. Ja. Ja, es ist so, als wenn jetzt durch dieses etwas mehr Einreiben eher das Gefühl von diesem Wildrosenöl ja, aktiviert wird, finde ich jedenfalls. Okay, jetzt nehme ich extra ein neues, frisches Tuch für die andere Seite. Ah ja, okay, ich dachte, das stoppt. Nein, das ist nicht der Fall. Auch hier habe ich jetzt eher das Gefühl, dass es nach Rose riecht. Ist ja lustig. Ich hatte ja schon eine Lavera-Rosenmaske. Ich verlinke euch. Ich versuche mal die Stelle euch direkt zu verlinken. Ich glaube, das ist sogar eins meiner ersten Maskenvideos. Und hier nicht irritieren lassen, das ist immer mein roter Fleck, der dann besonders aktiviert ist. Und ja. Also am Hals gibt es gar nichts abzunehmen. Das ist komplett weggetrocknet. Hier ist das Gefühl jetzt etwas öliger. Das sieht man hier auch. Oh ja, das sieht man hier, glaube ich, richtig gut. Hier ist es so jetzt richtig ölig. Und hier stoppt es etwas mehr. Hier bleibt mehr Öl. Ölhaltige Pflegesubstanz zurück. Trotzdem noch mal ein bisschen drüber und ein bisschen Pflege draufpacken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und ich würde sagen, diese Seite ist schön aufgepolstert und gepflegt, hat ein leicht stoppendes Gefühl, nachdem ich sie abgenommen habe und jetzt noch mal ein bisschen Rosenwasser drüber gesprüht habe. Und diese hinterlässt ein leicht öligeres Gefühl, ist auch besser eingezogen. Von daher glaube, diese ist reichhaltiger und deswegen vielleicht für den Abend geeignet. Und diese zieht schneller ein und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Das tun alle beide. Und ja, ich glaube, die unterscheiden sich wirklich nur minimal. So, da bin ich wieder. Da ist mein Tee. Und ja, ich habe ein bisschen Puder aufgetragen und ein bisschen mich schon zurechtgemacht. Und eigentlich denke ich, sind die wirklich gleichwertig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schwer ist, da einen Unterschied festzustellen. Auf jeden Fall haben mir beide sehr gut gefallen. Diese etwas leichter verfügbar. Ich glaube, preislich nehmen die sich auch nicht so viel. Und ja, ich werde übrigens, keine Sorge, natürlich die zweiten jeweils Hälften auch noch, wahrscheinlich schon heute Abend, verwenden. Ist ja im ersten Schritt immer einfach mal so das Gefühl, der Auftrag. Ich habe auf beide nicht reagiert und insofern habe ich sie gut vertragen. Die Überraschung war der Rosenduft, der nicht vorhandene. Da meine ich, war das bei Lavera doch deutlich besser. Und ich glaube, wenn ich jetzt die drei nehmen würde und dann noch die Lavera-Maske dazu, wäre immer noch die Lavera die Nummer 1. Die war einfach so sahnig und da hatte ich so richtig das Gefühl, die Haut zu verwöhnen. Sehr begeistert bin, die hatte ich auch früher schon mal, aber jetzt innerhalb dieses Maskenprojekts eben noch nicht gezeigt. Diese Augen- und Lippenpflege, die kann man ja auch zwischendurch einfach mal so als Pflege auftragen. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Maske. Boom. Boom, da bin ich wieder.
Ja, heute, wie versprochen, Maske Nummer 3, die dritte im Rosenbunde plus die Lavera-Maske, die ich euch auf jeden Fall verlinke, beziehungsweise vielleicht werde ich euch da ein Stück von einblenden. Heute ist Sonntag nach Halloween und ich muss mich sputen, dass ich das Video online stellen kann. Vielleicht kommt es auch einen Tag später. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Auf jeden Fall vorab schon mal. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure tollen, lieben Kommentare. Ich habe mich so gefreut zu meinem dritten Kanalgeburtstag. Yay! Habt ihr mir so, so liebe ja, Glückwünsche sogar geschickt und das freut mich natürlich sehr. Und ja, ich freue mich auch wieder bei dieser Reihe dabei zu sein. Ja, und Weleda ist ja eine ganz tolle Marke, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ganzheitliche Naturkosmetik. Und das ist eine der wenigen Masken, die da so im kleinen Beutelchen erhältlich ist. Das sind natürlich auch immer relativ viele Verpackungen, aber man kann dadurch einfach auch mehr ausprobieren und auch zum Verschenken sind die ideal. Insofern legen wir mal los. Und in diesem Fall ist es dann die Wildrose Mosqueta und das ist eine glättende Pflegemaske mit Bio-Kernöl der Rose Mosqueta. Sie unterstützt die Erneuerungsprozesse der Haut, mindert erste Fältchen und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Perfekt. Anwendung wie immer 15 bis 20 Minuten einwirken lassen und mit einem Wattepad abnehmen. Das sind zwei Anwendungen und ich denke, das ist eine der ja, kleinsten Inhalte, 2 mal 4 Milliliter. Und ja, los geht's. Ja, ich habe euch als letztes gezeigt, gerade hier von Alverde die Zellaktiv-Augenpflege. Ich habe nicht die Maske gemacht, ich habe nicht die Chebins-Maske gemacht und ich muss sagen, ich habe es erst nachträglich aufgetragen und bin ganz froh drüber, weil das auch eher so ein leichtes Fluid ist, das sich ja sehr, sehr gut verteilt und angenehm duftet. Und ich muss sagen, ich bin geflasht. Ja. Die Maske unterscheidet sich deutlich von allen anderen, die ich bisher gehabt habe. Eigentlich auch wie Leder typisch. Die ist nämlich von der Konsistenz, da musste ich euch jetzt doch noch mal genauer mitnehmen, sehr, sehr viel dünnflüssiger. Und oh, die riecht so intensiv nach Rose. Da hat man wirklich das Gefühl, das ist der Extrakt der Rose und nicht nur einfach so ein bisschen Parfum drauf, sondern dass man wirklich auch die Eigenschaften, eben Feuchtigkeit zu binden und so weiter, des Naturprodukts der Pflanze direkt bekommt. Das haben die wirklich wunderbar extrahiert und das merkt man auch. Und da braucht man deswegen auch gar nicht so viel, weil es sozusagen ja eine Intensivformel ist. Und ich mache jetzt nur ganz wenig hier so ein bisschen auf den Hals, weil ja, das tut doch immer ganz gut, da noch ein bisschen extra Feuchtigkeit drauf zu haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Bei Pflanzen und Intensivpflege kann es natürlich das ein oder andere Mal auch zu Reaktionen kommen. Wobei ich da bei Rose nicht von ausgehe. Ach, ich bin ganz betört von diesem Duft. Bis gleich. So, etwas mehr als 20 Minuten und komplett eingezogen. Ich nehme das Ganze mal ab. Haben ja gesagt, mit einem Wattepad. Ich nehme jetzt mal diese großen hier mit den Noppen und mache das auch ein bisschen feucht, weil, oh ja, das geht gut. Also, möchtet ihr das sehen? Ist ja kein Dreck. So ein bisschen gelblich. Und ich denke, das ist auch ganz gut. Also das war wirklich eine sehr, sehr intensive Pflege. Noch ein zweites. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, ja, dass diese leichte Feuchtigkeit dem Ganzen noch mal gut tut. Ja, um das auch so ein bisschen vielleicht zu emulgieren und anzulösen.
Und gleichzeitig, also habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da noch mal eine extra Pflege brauche. Und die Haut fühlt sich wirklich geglättet an. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Sollte Sila Vera von Platz einstoßen? Da bin ich wieder für ein schnelles Fazit von allen drei Masken. Und ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen getönte Tagescreme. Es nennt sich Soft Cream Foundation von Santé. Feuchtigkeitskosmetik aufgetragen. Allerdings, ja, ist da eben eine Creme mit drin enthalten und die hat sich wirklich super, super gut mit der Weleda-Maske, mit den Resten vertragen. Überhaupt keine Knödelbildung oder dass es so weggeschwommen ist. Dann einfach noch mit meinem Benecos Puder abgepudert, ein bisschen die Augen betont und einen farbigen Labello. Et voilà, da sind wir schon für unseren Tageslook. Ja, und ja, dazu komme ich auch noch mal. Also meistens mache ich ja meine Masken tagsüber und dann kann ich eben einfach auch sehen, wie die sich danach mit einer entsprechenden Creme oder Foundation noch mal verhält. Und das ist eigentlich auch sozusagen ja der Alltagstest. Und ich habe natürlich auch einige, die ich dann über Nacht einwirken lasse, was natürlich insgesamt vielleicht für den Effekt auch für die Haut zum Aufnehmen deutlich besser ist. Aber es geht ja hier um einen Extra-Boost und ich muss sagen, seht ihr, ich habe jetzt keinen Highlighter aufgetragen. Es kommt ein bisschen Glanz wieder durch, aber das ist so ein natürlicher Schimmer, finde ich, den ich ganz gerne mag. Wenn man jetzt eher zu einer trockenen Haut neigt und nicht zu extrem fettiger, dann ja, bilden sich da jetzt auch nicht so die extremen Glanzschichten. Auf die Haarmaske habe ich jetzt verzichtet. Die zeige ich euch in einem anderen Video. Bin ich doch wirklich sehr, sehr begeistert von der Weleda-Rosenmaske. Ich würde mich dazu hinreißen lassen, dass es die beste überhaupt bisher für meine Haut gewesen ist, weil sie wirklich so leicht war von der Textur her, zwar auch reichhaltig, aber sie ist wirklich, sie hat sich mit meiner Haut verbunden, hatte ich das Gefühl, und ist richtig, richtig gut eingezogen und hat sie auch wunderbar genährt. Also absoluter Platz 1, auch von den Rosenmasken. Nummer 2 würde an die Lavera-Maske gehen in meinem allerersten Video. Und bei den beiden bin ich ja hin und her gerissen. Die läuft etwas außer Konkurrenz. Die kann ich wirklich nur gut empfehlen. Habe ich, wie gesagt, noch nicht als Naturkosmetik-Variante gefunden. Wenn ihr da einen Tipp für mich habt, sehr gerne, schreibt es mir in die Kommentare. Und bei den beiden würde ich sagen, ja, die sind beide zusammen auf Platz 3. Ja, so kann man das sagen. Vielleicht mit einem ganz kleinen Vorsprung zur Alverde-Maske. So, meine Lieben. Das war das Maskenprojekt für den Oktober und schaut bei den anderen Mädels vorbei. Bis zum nächsten Monat. Ganz, ganz liebe Grüße. Lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Eure Betty.